Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute blicken wir zurück in den August, denn dieser ist vorbei und der Herbst ist angekommen. Wenn ich gerade so rausgucke, könnte man auch meinen, es ist irgendwie November mit 12 Grad Regen und es ist irgendwie relativ dunkel. Ich hoffe, dass das mit dem Licht hier gerade so ein bisschen klappt. Ich habe nämlich tatsächlich eigentlich noch gar keine Lampe jetzt irgendwie rausgesucht, die ich ja sonst so im Herbst, Winter immer mal benutze. Aber es sollte heute auf jeden Fall gehen. Ja, wir schauen uns die 21 Neuzugänge aus dem August an. 21 Bücher. Also ich habe definitiv weniger gelesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin jetzt bei Hörbuch, Buch 13 und 14. Challenge nicht geschafft. Muss ich ganz klar sagen, es sind definitiv mehr Bücher eingezogen, als ich gelesen habe. Auch was digital und haptisch angeht, habe ich nicht so viel Gutes zu berichten. Es sind 13 echte Bücher bei mir eingezogen, 5 E-Books und 3 Hörbücher. Ja, so semi okay, aber so richtig glücklich, ja, wobei ich bin über alle meine Neuzugänge glücklich, denn es gab das blubbernde Tauschpaket von der lieben Anka, da habt ihr schon ein Video gesehen, ich habe bei Avell bestellt, da habt ihr ein Video gesehen und ich habe, glaube ich, auch ein oder zwei Bücher bei Tauschticket ertauscht, der Rest ist so ein bisschen auch ein Rezensionsexemplar und, oder Exemplare. Und ja, die Hörbücher dann natürlich, ja, je nachdem, wo ich sie eben gehört habe, meistens über Audible. Ich packe euch alle Bücher unten in die Infobox, schaut da gerne mal vorbei, da kennzeichne ich auch, was ein Rezensionsexemplar ist. Ich packe euch die Unpackings unten mit rein und auch die Kanalverlinkungen, denn ich glaube, 1, 2, 3 Bücher waren auch Empfehlungen, beziehungsweise ist auch ein Buch von einer YouTuberin mit eingezogen. Packe ich euch alles unten in die Infobox und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den ersten Clip an, den ich irgendwann mal Mitte des Monats gedreht habe, weil ich dachte, oh Gott, es sind einfach viel zu viele haptische Bücher, ich muss die verräumen und ja, ich denke, da schauen wir jetzt mal, was in der ersten Hälfte so ein bisschen eingezogen ist. Die ersten Bücher, die bei mir eingezogen sind, möchte ich euch in diesem kleinen Clip zeigen, einfach, dass die haptischen Bücher hier einfach schon mal ein bisschen verschwinden. Das erste Buch des Monats war Das Meer der endlosen Ruhe von Emily St. John Mandel. Habe ich gesehen bei der lieben Sibby. Ich packe ihren Kanal auch unten in die Infobox. Und mich hat das vom Klappentext, wie sie es vorgelesen hat, richtig angesprochen. Ich bin super neugierig, was mich hier erwartet. Wurde mir auch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Werden wir die Erde vermissen? Die Menschheit kommt nicht zur Ruhe. 1912 wird Edwin St. Andrews, Adelsspross aus England, mit einer ketzerischen Haltung zum britischen Imperialismus in die britische Kolonie Kanada exiliert und sucht dort sein Glück. 22.03 bricht die berühmte Schriftstellerin Olive Llewellyn eine weltweite Lesereise ab, um zurück zu ihrer Familie auf den nun kolonialisierten Mond zu fliegen. Als erste Meldungen über eine Pandemie laut werden. 2401, es gibt inzwischen Kolonien auf den Monden des Saturns, soll Gasperi Jacques Roberts durch die Zeit reisen, um eine Anomalie nachzugehen, die vermuten lässt, dass die gesamte Geschichte der Menschheit nichts weiter als eine Simulation ist. Mit erzählerischer Brillanz und Leichtigkeit verwebt John Mandel so große Themen wie die Kolonialisierung der Erde und des Weltraums, Pandemie und Technologie zu einem organischen Ganzen. Ein Roman, der ebenso lustvoll zu lesen ist, wie er zum Nachdenken, auch und insbesondere über unsere Gegenwart anregt. Klingt total spannend, die Vorstellung, dass wir nicht nur ja, andere Länder auf der Erde kolonialisieren, sondern auf dem Mond, auf den Saturn, Richtung Mars. Frage mich zwar immer, ob wir diese Planeten dann im Grunde auch noch zugrunde richten wollen und nicht einfach so mal die Ursache vielleicht bei uns selbst irgendwie suchen, aber diese Idee, dass wir eine Zeitreise machen, dass es Themen gibt, die allumfassend sind, zeitumfassend, finde ich mega spannend und mich hat das so bei Sibby angesprochen und ich war hier sehr happy, dass dieses Buch bei mir eingezogen ist. Dann war ich beim blubbernden Tauschpaket von der lieben Anka dabei und ich packe euch das Unpacking unten in die Infobox und möchte euch die 5 Bücher jetzt in Kurzfassung eigentlich nur noch einmal zeigen, weil ihr konntet sehen, welche Bücher ich nicht genommen habe, welche ich genommen habe, welche ich dazugelegt habe und ja, das Video nochmal in die Infobox. Ja, nicht der größte Krimi-Leser, aber das hat mich einfach so angesprochen. Der Tod und das dunkle Meer von Stuart Thornton, ein Buch, was ja ich schon damals, wie es herauskam, so auch ein bisschen auf der Wunschliste hatte und ich glaube, ich hatte sogar das erste Buch vom Autor auf der Wunschliste. Das ist das der Evelyn
Hugo, hieß das so? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, na, die sieben Leben. Nein, die sieben Tode der Evelyn Hardcastle, sowas. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ist schon ein ganz schöner Wälzer für ein Krimi, aber ich bin neugierig. Dann ein Buch, auf was ich mich doch freue, obwohl ich anfangs skeptisch war, von Kerstin Gier, das Wolkenschloss. Irgendwie hat es mich, wie es rauskam, nicht so dahin gezogen, aber jetzt, ich finde es optisch auch einfach so, so schön. Wird es gelesen, ich weiß gar nicht, sieht es von innen auch nochmal so schön aus? Ja, also auch nochmal ein bisschen special. Finde ich richtig schön, freue ich mich drauf. Dann von Ferdinand von Schirach, die Würde ist antastbar. Hier haben wir einige Essays, die er im Spiegel unter anderem veröffentlicht hat. Und hier bin ich einfach neugierig, was hier ein bisschen kommt. Denn ja, die Würde des Menschen ist unantastbar, das sagt zumindest unser Grundgesetz, aber scheinbar ist er hier anderer Meinung. Dann Nico und Jazz von Sarah Crossan und Brian Conahan ist auch mit irgendwas ausgezeichnet, was ich gelesen habe und bin sehr gespannt. Und ich träume von dir letzte Nacht, aber meine Augen nicht schließen für Schlafen und es regnet in meinen Magen und es stürmt in mein Herz. Ja, ich bin sehr gespannt, hatte auf jeden Fall ganz gute Rezensionen. Es hat ein bisschen einen sehr gewöhnungsbedürftigen Stil, aber ich bin da einfach sehr gespannt, was mich erwartet. Und noch ein Wälzer, IQ84 von Haruki Murakami, lese ich ja immer mal ganz gerne. Nicht ich bin verrückt, die Welt ist es. Und ich glaube, es geht hier ja um eine, im Grunde eine variable Zeitebene, weswegen es dann IQ heißt. Denn wir haben hier Auftragsmord, Hobbyschriftstellerin. Es geht um den exzentrischen 17-jährigen Fukaeri. Und er ist aber schlecht geschrieben, der Text. Und dann gibt es eine Parallelwelt. Und ja, dementsprechend bin ich super neugierig, was Murakami hier so ein bisschen gezaubert hat. Ja, Unpacking unten in der Infobox. Dann ein Hörbuch, 4000 Wochen, das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement von Oliver Burgman. Ein Hörbuch, was mich so angesprochen hat, denn wenn man ja wirklich mal überlegt, wenn wir 80 Jahre werden, sind es nur 4000 Wochen, die wir erleben. Und wie oft wir sagen, so die Wochen ziehen an uns vorbei. Und wenn man sich dann überlegt, es sind nur 4000 Wochen, wenn ich denke, dass ich in dieser Variante ja schon die Hälfte rum habe. Ja, also ich höre das Hörbuch gerade, bin auch schon sehr angetan, dazu aber natürlich mehr im Lesemonat. Vielleicht ja sogar im Hörgenuss, habt ihr es dann vielleicht schon gesehen, weil es mich wirklich sehr packt und sehr begeistert und sehr zum Nachdenken anregt. Ja, ein durchschnittliches Menschenleben, nur 4000 Wochen. Die Zeit reicht nicht aus. Niemals. Gerade einmal 4000 Wochen haben wir auf der Erde und das auch nur, wenn wir um die 80 werden. Kein Wunder, dass wir unaufhörlich versuchen, möglichst viel in diese kurze Zeit hineinzupressen und gleichzeitig die Dinge aus dem Blick verlieren, die uns wichtig sind und uns vor allem glücklich machen. Oliver Burgman führt geistreich und kurzweilig vor, wie wir dem Zeit- und Effizienzdruck widerstehen und der unerhörten Kürze und den schillernden Möglichkeiten unseres Lebens gerecht werden können. Und ich glaube, das ist tatsächlich immer unser Problem, dass wir schon irgendwie wissen, unser Leben ist endlich und wir so viel wie möglich mitnehmen wollen, aber natürlich auch Verpflichtungen haben und wir manchmal auch einfach unsere Prioritäten falsch setzen. Das habe ich zumindest jetzt schon so ein bisschen mitgenommen. Dann kommen jetzt noch drei Rezensionsexemplare und zwar Alchemistin Widerwillen von Gigi Panyan. Bin ich drüber gestolpert, fand ich total faszinierend. Es gibt auch schon die Ankündigung für einen zweiten Teil, der im November erscheint. Und zwar sind das die unglaublichen Fälle der Zoe Faust. Ja, Alchemistin Zoe Faust hat aus Versehen den Stein der Weisen entdeckt und lebt nun schon seit dem 18. Jahrhundert. Gerade hat sie sich in Portland ein altes Farmhaus gekauft, als sie von einem verzweifelten Gargoyle aufgesucht wird, der dringend ihre Hilfe braucht und droht, Zoes Leben auf den Kopf zu stellen. Als kurz darauf ein Schreiner, der Zoes Haus renovieren soll, unter mysteriösen Umständen tot auf ihrer Veranda gefunden wird, muss Zoe alles dafür tun, ihr übernatürliches Geheimnis vor der Polizei zu verbergen und zudem mit dem sympathischen Detective Max eine alte Mordserie lösen. Ja, so ein bisschen cozy, Fantasy, Krimi, hat mich irgendwie angesprochen. Er hat mich so vom Touch ein bisschen an Helen Harper erinnert, an diese ja, Magic Fire-Reihe oder also an die Firebrand-Reihe oder auch an die Hex-Files. Natürlich anderes Umfeld, aber so ein bisschen diese cozy, gemütlichen Vibes. Und ja, der erste Teil ist jetzt die Alchemistin und dann kommt Geister der Vergangenheit und es gibt auch zauberhafte Rezeptideen in jedem Buch. Bin ich sehr gespannt, inwiefern die für mich umsetzbar sind, aber klingt auf jeden Fall schon mal nicht schlecht.
sehr rumgegangen ist schon die Bücherjägerin von Elizabeth Baer. Da habe ich auch schon einige auf Instagram gesehen und auch bei einigen Leuten, dass das Buch schon im Juli eingezogen ist. Bei mir ist es als Rezensionsexemplar, als E-Book auch eingezogen, weil es klingt natürlich perfekt für uns Büchernerds, dass da eine Bücherjägerin unterwegs ist. Denn wir treffen auch Sarah. Ja, sie ist die besagte Bücherjägerin, sie sammelt aber auch Karten und ist Restauratorin. Sie liebt Manuskripte und alte Landkarten und kann generell besser mit Büchern als mit Menschen umgehen. Seit dem Tod ihrer Tante Amalia, die sie und ihre Schwester aufgezogen hat, lebt Sarah zurückgezogen in deren Kölner Villa mit dem wild sprießenden Garten. Ihre einzige Gesellschaft, die Schildkröten Bonnie und Clyde, finde ich großartig. Das ändert sich, als Benjamin vermutlich, es ist glaube ich eine deutsche Autorin, also Elisabeth Baer, und dann ist es auch Sarah und Benjamin. Ja, wollen wir uns darauf einigen. Ein junger Bibliothekar aus London, ja vielleicht ist es doch Benjamin, vor der Tür steht. Noch einen Durchblick? Vermutlich nicht. Er bittet Sarah, ihm beim Finden einer alten römischen Straßenkarte zu helfen. Ein Auftrag, den Amalia kurz vor ihrem Tod angenommen hat, also ihre Tante. Sarah zögert und dann tut sie es doch, fährt mit Ben in seinem alten Auto einfach los, im Gepäck zwei Schildkröten, einige Atlanten und viele, viele Fragen. So machen sie sich auf eine Reise, die sie nach Frankreich und England führt, in die Welt der Bücher und Karten, in Amalias Vergangenheit, eine Reise, die ihr Leben verändern wird. Ein warmherziger, feinhumoriger Roman über Familie und das Abschiednehmen, die Magie der Bücher und die Liebe. Es klingt einfach so, so, so toll und ich hatte das schon bei meinen Neuerscheinungen auf dem Schirm, wie ich durch den Dumont-Katalog so rumgeblättert bin und ich war super happy, als ich dann das E-Book zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das letzte Buch für diesen Clip ist dann The Way You See Me von Lisa Sophie Laurent. Laurent, vermutlich spricht man sie französisch, englisch aus, bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, ist eine relativ bekannte YouTuberin, also ich schaue schon viele, viele, viele Jahre ihre YouTube-Videos und vor 2 Jahren hat sie ein Experiment gestartet, ob man es schafft, ich glaube in einem Monat ein Buch zu schreiben und da ist The Way You See Me entstanden und ich fand das damals super faszinierend, dass sie natürlich da nur ein Manuskript hatte, noch keine Endfassung, wie es jetzt immer mal weiterging, hat sie uns auch in den Vlogs erzählt und ich finde sie so super sympathisch und bin einfach total neugierig, was sie hier für einen Roman gezaubert hat. Denn ich glaube, so ein Sachbuch hat sie im Grunde schon geschrieben und ich war trotzdem neugierig und super happy, als ich es vom Heine Verlag dann auch als Hörbuch zur Verfügung gestellt bekommen habe. Bei einem Treffen der Umweltschutzorganisation Future Force begegnet die Studentin Mila dem charismatischen Aktivisten Oskar. Er leitet die Gruppe und ist gut aussehend, selbstbewusst und charmant. Bei Mila lässt das alles Alarmglocken schrillen. Oskar erinnert sie viel zu sehr an Niklas. Niklas, auf den sie sich verlassen, den sie geliebt hat. Niklas, der sie nach und nach gebrochen hat. Seither hat Mila Probleme, anderen zu vertrauen. Sie beschließt, Oskar aus dem Weg zu gehen. Doch er ist ihr längst unter die Haut gegangen. Stück für Stück lässt er ihre Schutzmauern einstürzen. Dass er, wie sie, die Umwelt retten will, gefällt ihr. Doch können sie sich auch gegenseitig retten? Denn auch Oskar hat mit seiner Vergangenheit zu kämpfen. Und jetzt hat das mehrere Themen, die mich angesprochen haben. Natürlich bin ich nicht immer so der größte Fan von diesen Liebesgeschichten. Lese ich ja immer nur so ein bisschen, ja. Aber ich fand hier dass beide eben auch so ihre Probleme haben und so ein bisschen die Welt retten, aber natürlich auch an sich selber denken. Ich finde das so, kommt durch den Klappentext ein bisschen durch und gefällt mir tatsächlich ganz gut. Und ich hoffe, dass ja der Roman so ein bisschen auch einfach wie Lisa selbst im Grunde ist, so ein bisschen offen und leicht und locker und trotzdem tiefgründig und ernsthaft und das schön verwoben ist, es nicht so viel Drama gibt und auch gute Kommunikation gibt. Ich bin einfach total neugierig und ja, wollte auch einfach mal wieder ein Buch von einer YouTube-Kollegin sozusagen lesen, sonst bin ich da ja immer so ein bisschen vorsichtig, wenn Influencer im Grunde ein Buch schreiben. Gibt ja verschiedenste Gründe, warum man da ein bisschen kritisch sein könnte, aber hier glaube ich einfach eine schöne andere Geschichte auch mal zu erleben, weil ich glaube, dass auch, wenn Lisas Einfluss da reingeflossen ist, eben sie auch, wie sie ihre Welt sieht, dass ich das gut finde und dementsprechend vermute ich ja auch, dass die Charaktere uns zeigen, wie man die Welt so sehen kann und ja, dementsprechend bin ich da sehr gespannt. Und ja, die ersten 10 Bücher des Monats, es ist gerade mal so Mitte, mal sehen, wo das noch so hinführt, aber die ersten Bücher können jetzt schon mal ins Regal und machen ein bisschen Platz auf all die Bücher, die da noch kommen. Ah ja, eine Avell-Bestellung ist unterwegs, wo ihr das Unpacking ja schon gesehen habt, aber
Ja, ich bin gespannt. Weiter geht es dann mit einem E-Book, und zwar Die Stadt ohne Wind, Teil 2, Das Mädchen des Waldes von Eleonore de Villepeu. Und zwar hatte ich den ersten Teil im August gelesen und dachte dann so für mich, auch wenn der erste Teil nicht so ein komplettes Highlight war, das seht ihr dann natürlich auch im Büchermonat, hat es mich wahnsinnig gut unterhalten und war eine ganz tolle Fantasy-Welt. Und ich dachte, wenn du jetzt nicht direkt weiterliest, ist das auch irgendwie wieder so eine Buchreihenleiche. Also habe ich mir den zweiten Teil als E-Book geholt und habe direkt weitergelesen. Wir sind hier in einer Fantasy-Welt, die sehr langsam, bildhaft beschrieben wird, die wirklich auch vom Tempo so ein bisschen langsam anfängt und dann wirklich mit zunehmender Spannung auch ein bisschen schneller wird. Und wir sind eben in dieser Stadt, die umgeben ist von einer Kuppe und deswegen, oder ja, und deswegen eben auch kein Wind ist. Und wir begleiten hier ja so ein paar Charaktere, die mir dann auch sehr ans Herz gewachsen sind. Und ich fand den ersten Teil richtig gut und ich mochte auch den zweiten Teil und bin froh, dass ich die Reihe einfach so an einem Stück weggelesen habe und auch beide Teile schon da waren, weil ich finde, es gibt halt nichts Schlimmeres als eine Reihe, die man, oder einen Auftakt oder einen Teil, den man toll findet, und dann kommt erst ein Jahr später irgendwie der nächste Teil. Irgendwie das Problem, dass doch Dinge irgendwie in Vergessenheit geraten oder man einfach so viele Bücher auch dazwischen hat, dass da nicht mehr alles so präsent ist. Und ich fand es so schön, einfach mal eine Reihe an einem Stück wegzulesen, und werde da im Büchermonat auf jeden Fall noch schwärmen. Dann habe ich bei Tauschticket entdeckt die Wunderfabrik »Keiner darf es wissen« von Stefanie Gerstenberger, ein Kinder-Jugendbuch, was mich super angesprochen hat. Ich weiß gar nicht, wo ich es entdeckt hatte. Und dann habe ich auf Tauschticket geschaut und habe es dann auch für ein paar Tickets bekommen. Das ist der Band 1 der Bestseller-Autorin. Überraschend, lustig und einfach wunderbar. Fernab vom coolen London verbringen die 12-jährige Winnie, ihre große Schwester Cecilia und ihr kleiner Bruder Henry die Sommerferien bei den Großeltern in einem Kaff am Ende der Welt. So fühlt es sich wenigstens an. Noch dazu ohne Internet oder Ausflüge ins Dorf. Stattdessen dürfen die Geschwister in einer düsteren Fabrik unter der Aufsicht äußerst sonderbarer Hausangestellter Lakritzbrocken herstellen. Grässlich. Da experimentiert Winnie nur zum Spaß mit einer neuen Zutat herum und löst damit einen Sturm unglaublicher Ereignisse aus. Hat Winnie etwa das magische Talent ihres Großvaters geerbt? Doch von diesem Geheimnis darf niemand erfahren. Hat für mich so ein bisschen Charlie und die Schokoladenfabrik, also Wonka, Vibes sozusagen, wo ja dieses Jahr auch eine Verfilmung kommt, auf die ich mich sehr freue, mit dem Darsteller aus Dune. Der hier Willy Wonka spielen wird. Und ich fand, es klang einfach bezaubernd. Und ich weiß leider nicht mehr, wer geschwärmt hat. Und ich dachte, ja, das klingt so nach einer wunderbaren Herbstgeschichte. Und da freue ich mich definitiv drauf, die dann auch zu entdecken. Dann kam die Avell-Bestellung. Ich packe euch das Video auf jeden Fall auch mal unten in die Infobox. Werde jetzt über die Bücher nur relativ schnell sozusagen vorstellen. Ich habe ein Drittel für die Bücher zum Vergleich zum Neupreis sozusagen ausgegeben. Avell hat ja Menge Exemplare. Und also keine gebrauchten Bücher, sondern Menge Exemplare, und ich war sehr zufrieden mit der Ausbeute. Zum einen Mein Schweinehund auf dem Jakobsweg von Alexander Altmann, der hier mit dem Fahrrad den Jakobsweg fährt, fand ich super spannend, sowas lese ich immer wieder gerne. Dann zwei Teile einer Reihe, da gab es sozusagen zwei zu einem, und zwar, was ist der erste? Ich glaube, der erste ist Rose und Rebell von Emma Thurlaut, und zwar ist das die Queen's Conceal Reihe. Da geht es im Grunde um Belle weiter, die wir auch so schön und das Biest erkennen, und die französische Revolution. Der zweite Teil ist dann Feder und Flamme von Livia Blackburn. Hier wird die Geschichte von Mulan weitererzählt, die auf einmal jemand ganz Wichtiges in ihrem Land wird. Fand ich spannend, bin ich wirklich sehr neugierig, wie mich das unterhalten wird. Dann ein Roman mit 24 plus 1 Adventskalender, Liebesgeschichte. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, 24 Love Stories und Silvester Special, ganz unterschiedliche Autoren. Bin ich super neugierig, freue ich mich. Und dann zwei Bücher von Jenny Mai Nguyen, und zwar Die Töchter von Ilian. Ich glaube auch der Auftakt einer Reihe.
Oder ist das sogar eine abgeschlossene Geschichte? Ich bin mir gerade gar nicht so richtig sicher. Hat mich sehr angelächelt, war auch auf meiner Wunschliste. Wie auch das Zeitalter der Drachen. Und bei Drachen, wer mich kennt, weiß, da muss ich gar nicht mehr viel sagen. Ich bin ein großer Fan von Drachengeschichten. Und auch hier bin ich sehr gespannt. Denn Feuer und Flamme für eine gerechte Welt. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Das waren jetzt, glaube ich, ja, die Avell-Bücher, die ich euch im Unpacking ein bisschen näher auch schon vorgestellt habe. Müssen ja nicht doppelt moppeln, ne? Also würde ich jetzt mal so sagen, oder moppelhoppeln. Irgendwie so, da wird irgendwie dann ein Schuh draus. Ja, als Rezensionsexemplar ist eingezogen die Schwarze Königin von Markus Heitz. Vampire und Markus Heitz, ich finde, es ist eine perfekte Kombination. Ich bin auch schon gut über die Hälfte. Wer das Buch, also hier, wo das Lesezeichen ist, wird es auf jeden Fall jetzt auch im August noch beenden. Wie ihr seht, bei mir ist noch Ende August. Dementsprechend habe ich noch 2 Tage, um das Buch zu beenden. Und ich muss echt sagen, ich bin schon sehr angetan von der Geschichte und der Schwarzen Königin und die wir hier eben kennenlernen, die ihre Einflüsse hat, die zu Beginn der Geschichte sind wir in Prag unterwegs und haben natürlich auch zu Transsilvanien und so weiter, so Siebenbürgen, unsere Fühler ausgestreckt und wir haben 2 verschiedene Zeitebenen in der Jetztzeit, wo wir eben ein Nachfahren sozusagen von Dracul treffen und eben auch in der Vergangenheit unterwegs sind, wo dann eben die Schwarze Königin aktiv gewesen sein soll. Insofern, ne? Also von daher bin ich sehr neugierig, wie das so jetzt ausgeht, wie das weitergeht. Und ich freue mich drauf, das auf jeden Fall weiter zu lesen. Und dann, die letzten beiden Bücher sind dann ein E-Book, die Erinnerungsfotografen von Sanaka Hiragi. Auch da bin ich irgendwie drüber gestolpert. Ich weiß nicht mehr, wer davon gesprochen hat und davon erzählt hat. Aber es war bestimmt in irgendein Neuerscheinungsvideo. Und das hat mich sehr, sehr, sehr angesprochen. Was brauchen wir für ein geglücktes Leben? Auf jeden Fall die Linse, durch die es geglückt erscheint. Hinreißend, herzerwärmend erzählt Hiragis Roman von der Schönheit des Lebens im Auge des Betrachters. Ja, wir haben ein Fotostudio, das von Herrn Hirasaka ein magischer Ort ist. Und hier an der Schwelle zum Jenseits können die Besucher aus Fotografien ihren persönlichen Lebensfilm zusammenstellen. Hirasaka bietet dabei einen besonderen Service. Jeder Besucher erhält die Möglichkeit, zu einem bestimmten Moment seiner Vergangenheit zu reisen und eins der Fotos aufzufrischen. Ob eine einstige Erzieherin mit blasser Erinnerung ans Nachkriegstokio, ein ermordetes Yakuza-Mitglied, das glaubt nichts als eine bedauernswerte Schneise der Verwüstung hinterlassen zu haben, oder ein Mädchen aus perspektivlosen Verhältnissen. Ihnen allen zeigt Hirasaka, das Leben ist doch wunderschön, man muss nur im richtigen Moment hinsehen. Und das hat mich sehr, sehr, sehr angesprochen, erinnert mich so einen Hauch vom Gefühl an die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig, aber ich meine hier wirklich nur so einen ganz zarten Hauch, dass man eben als verstorbene Person die Möglichkeit bekommt, nochmal irgendwie in sein Leben zurückzublicken, da einen Moment rauszupicken. Und ich wüsste gar nicht, ob ich so einen Moment auswählen könnte, zu dem ich gerade zurückgehen würde. Aber ich finde das eine sehr interessante Vorstellung, auch so seinen Lebensfilm zu erstellen aus Fotos. Unsere Zeit ist geprägt von Fotos. Wir halten so viel mit unseren Smartphones fest. Und das hat mich sehr angesprochen und ich freue mich da. Ich glaube, es ist auch ein japanisches Buch, wenn es nicht, also zumindest irgendwas Asiatisches. Und ja, jetzt erfülle ich natürlich alle Klischees. Aber ich habe mir leider nicht notiert, ob der Autor japanisch war oder was anderes war. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, und das Hörbuch, was ich auch gerade höre, ist Herr Winter taut auf von Stefan Kuhlmann. Das habe ich mir als Hörbuch geholt, als eine liebe Freundin beim Abendessen davon geschwärmt hat und ich das dann auch 2-3 Mal auf Bookstagram gesehen habe. Und es geht hier um den Steuerprüfer, der zum Kosmetikfachmann wird. Das ist gar nicht so einfach und es ist ein Roman mit Herz und Humor. Das kann ich schon mal bestätigen. Ja, Robert Winter hat keine Lust auf Geschwätz und keine Zeit für Unsinn, ihm ist egal, was andere Menschen über ihn denken. Sie sollen ihn einfach nur in Ruhe lassen. Und so versteht er auch überhaupt nicht, was seine Frau Sophia an ihrem Beruf als Avon-Beraterin so liebt. Für ihn sind Beauty-Produkte so ziemlich das Letzte, womit er seine Zeit verbringen möchte. Erst als ein Unfall Sophia aus seinem Leben reißt, ändert sich alles schlagartig. Um nicht in Trauer zu ertrinken, beschließt Robert, in ihre Fußstapfen zu treten und für Sophia den Titel Avon-Beraterin des Jahres zu gewinnen. Nur ist das schwerer als gedacht. Deutlich schwerer. Und ich fand, hier hat mich so angesprochen, dieses, wie jemand eben mit Trauer umgeht, wie jemand, der so gar nichts mit Kosmetik zu tun hat, auf einmal damit beginnt, vielleicht doch einfach für
ja, seine Frau sozusagen hier nochmal was zu reißen und ja, die Kunden zu beglücken. Und ich muss sagen, ich bin auch hier schon über die Hälfte. Und es hat definitiv Herz und Humor, muss man schon tatsächlich sagen. Ja, Herr Winter ist schon ein sehr spezieller Charakter. Das waren sie, 21 neue Bücher, und ich habe noch ein Büchlein ergattert, das aber nicht auf den Sub zählt, weil ich das Buch, ich glaube, schon 3-4 Mal in meinem Leben gelesen habe. Ich hatte so eine ganz alte, schlampige Ausgabe, und die glaube ich, war wahrscheinlich auch selbst schon mal gebraucht übernommen. Und ich habe jetzt die wunderschöne Jubiläumsausgabe vom kleinen Prinzen, und ja, bin da sehr gespannt drauf. Habe ich ertauscht, ich glaube auch bei Tauschticket, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und die Ausgabe ist wirklich, also gefühlt kaum gelesen. Wunderschöne Illustrationen enthalten. Da freue ich mich sehr, diese Geschichte diesen Winter nochmal zu entdecken, weil ich schon dachte, Mensch, das ist jetzt so lange her, dass ich dieses Buch mal zuletzt gelesen habe. Und ich ja, bin einfach sehr gespannt. Ja, es sind Zeichnungen vom Verfasser, und ja, ich freue mich da sehr drauf. Also auf die Illustrationen, auf das Buch und das Buch nach bestimmt 10, 12 Jahren einfach mal wieder zu lesen. Es wird einfach mal wieder Zeit. Ja, das waren sie jetzt, meine Neuzugänge aus dem August. Es ist wirklich ein bisschen verrückt, aber ich freue mich auf all die Bücher, die da kommen, und hoffe, ihr hattet Spaß mit meinen Neuzugängen. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch, was jetzt vielleicht auch schon ein bisschen älter ist, und wollt davon schwärmen, dann sehr gerne ab damit in die Kommentare. In der Infobox sind alle Infos hinterlegt. Schaut gerne auch mal auf den anderen YouTube-Kanälen vorbei und bei den anderen Videos, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.